Sie alle wollen in den Bundestag. Deutschland, deine Kleinstparteien. Mit Fabian Köster. Oh, guck mal an, die Piraten. Euch gibt's ja noch, ich bin positiv überrascht. Ja, uns gibt's noch. Wir sind auch bereit, mit allen demokratischen Parteien im Bundestag zusammenzuarbeiten, sollten wir reingewählt werden natürlich. Ja, das ist der Führungsanspruch. Sie stehen bei 0,5%, aber Sie sind bereit, mit allen Parteien im Bundestag zu sprechen. Klar. Ich bin jetzt am Wahlstand von Volt. Wofür steht ihr denn? Wir sind eine junge, neue Partei, die progressive Inhalte fordert. Und das in ganz Europa und eben vor allem auch Zusammenarbeit. So, ich bin jetzt hier bei einer weiteren Kleinpartei. Hallo, schönen guten Tag. Können Sie sich und Ihre Partei mal vorstellen? Ah, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Ist ja toll. Unsere Partei ist lebendig und sie will vor allem Zukunft. Wie heißt die Partei? Das ist jetzt CSU. Ah ja. Und Sie sind der? Ich bin Andreas Scheu, ich bin Delegierter hier. Wir stellen Kleinparteien zur Wahl vor, die Schwierigkeiten haben, über die 5%-Hürde zu kommen. Das ist ja nett, dass Sie sich Zeit nehmen, ja? Ja. Armin Laschet kommt ja auch morgen. Sind Sie dann noch da? Ja, ich bin morgen auch noch da. Ich helfe mit von der Jungen Union. Und morgen wird natürlich ordentlich gejubelt von Herrn Laschet. Weil, also geheuchelt. Gejubelt. Gejubelt, sehr gut. Gejubelt. Ja. Man klatscht laut in die Hände und schreit laut seinen Namen. Sehr genau, gut. Das haben wir vor. Das wurde besprochen vorher. Nein, das werden wir spontan dann so machen. Ja. Eine CSU unter 5%, kann man das noch ernst nehmen? Ja, selbstverständlich. Wir werden euch schon zeigen, wo der Hammer hängt. Ja? Ja? Ja. Richtig? Richtig. Richtig in die Fresse rein? Ja, richtig in die Fresse rein. Ja. Okay, das ist noch die CSU, wie man sie kennt. Ja, okay, so bleiben wir. Da bin ich ja erleichtert. Also Sie stehen hinter Armin Laschet? Überall. Ja. Aber jetzt müssen Sie nur noch aufhören, ihm die ganze Zeit Messer in den Rücken zu rammen. Die Einzigen, die ihn echt kritisieren, sind die Medien. Ja, das sind diejenigen, ja. Wegen jeder Kleinigkeit. Ja. Ja, das stimmt, aber die Medien senden ja auch immer nur ihre O-Töne, wie sie gegen Armin Laschet sticheln. Also es ist auch schon ein Zusammenspiel. Aber wo stichle ich denn? Vielleicht in Bayern hätte man ein 0,5% mehr bekommen, wenn ich kandidiert hätte. Es ist ganz wichtig, dass wir in den nächsten Wochen dokumentieren, dass es nicht nur darum geht, sich mit Schlafwagen ins Kanzleramt zu fahren, auf langsame Geschwindigkeit. Wir sind eine Unterhaltungssendung, deswegen wäre es gut für uns, wenn Sie einfach nochmal in die Kamera sagen, dass Sie Armin Laschet unterstützen. Ich unterstütze Armin Laschet zu 100%. Sehr gut. Sie wissen einfach, wie man gute Gags macht. Wollen Sie nochmal direkt einen Wahlaufruf in die Kamera machen? Ja. Wer für Zukunft, Fortschritt und Innovation steht, für sozialen Zusammenhalt, der muss die CSU in Bayern wählen. Ja, mir persönlich wäre einfach nur wichtig, dass die CSU so abschmiert, dass sie nicht mehr den Verkehrsminister stellen darf. Ja. Ist das ein Sinnbild für den Niedergang der CSU? Leere Wahlurnen? Naja, wir haben noch gar nicht richtig angefangen, ne? Das wird schon. Das Kopf wird. Hoch, Kopf hoch. Ja, ja. Ja, doch. Ja. Sie reden sich aber auch alles schön an so einem Tag, oder? Ja, immer noch besser als die Linken. Ich meine, das braucht es auch nicht. Wäre das der ehrliche Wahlspruch? Armin Laschet immer noch besser als die Linken? Es wäre ja ganz gut, mal so einen Minijob bei Ihnen zu bekommen. Wollen Sie? Ja, Sie? Das ist total aufregend, weil so konnten Sie ja keine einzige Sendung bestreiten. Also Sie können gerne mal bei uns ein Praktikum machen. Wichtig wäre nur, dass Sie nicht ohne Aufsicht Verträge unterschreiben. Sie sind ja auch Praktikant, glaube ich, gell? Ja, ja, war ich mal. Ich habe mich hochgearbeitet. Wow. Ja. Darf ich noch ein Abschiedsfoto mit Ihnen machen? Ja, natürlich. Ja, klar. Darf ich auch eins machen? Ja, klar, natürlich. Ja, mach mal Doppel-Selfie, oder? Natürlich. Ja, schau mal. Ja. Jetzt noch in meine Kamera. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar, ne? Ja. Ja. Nein, ich mache hier gar nichts mehr, bevor ihr nicht den Kanal abonniert und ein Like da lasst. Ich hab die Schnauze voll. Ja, los, lasst ein Abo da.